Das Wichtigste in dem Geschäft ist Ehrlichkeit. Bestechung. Erpressung. Anstand und Fleiß. Mord. Organisiertes Verbrechen. Familie. Man darf nie vergessen, woher man kommt. Wer ist dieser Kerl? Jeder Mensch hat seinen Platz in der Welt. Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ist man jemand, oder man ist niemand. Wir verstehen uns. Amerikas Staatsfeind Nummer 1 ist der Drogenmissbrauch. Meine Firma verkauft ein Produkt, von dem die Konkurrenz nur träumen kann. Und das zu einem weit niedrigeren Preis. Der bringt die Welt ganz schön ins Wanken. Richter, Anwälte, Korps, Politiker. Wenn man den Drogenschmuggel unterbinden würde, wären 100.000 Leute arbeitslos. Meine Ermittlungen deuten darauf hin, dass Frank Lucas im Drogengeschäft über der Mafia steht. Er bezieht den Stoff direkt über eine Quelle in Südostasien. Er lässt die Mittelsmänner aus und schleust über das US-amerikanische Militär unverschnittenes Heroin in die Vereinigten Staaten ein. Niemals hat ein scheiß Nigger geschafft, was der amerikanischen Mafia in 100 Jahren nicht gelangt. Wir haben ein Problem. Wir können überall hin, Frank. Und laufen weg, verstecken uns. Das ist mein Zuhause. Hier habe ich mein Geschäft, meine Frau, meine Mutter, meine Familie. Das ist meine Heimat und hier bleibe ich. Ordnung muss doch sein. Wichtiger als jedes Menschenleben ist die Ordnung. Ich schwöre euch, ich ziehe meine Knarre und blase euch euer scheiß Hirn raus. Die haben versucht, meine Frau umzubringen. Harlem ist mein Revier. Ich war für Harlem da und jetzt ist Harlem für mich da. Frank Lucas ist der gefährlichste Mensch, der durch die Straßen unserer Stadt geht. Schon als kleiner Junge wollte ich immer raus hier. Wir wuchsen am Rand von Rio auf. Einer Gegend namens City of God, die Stadt Gottes. Halt! Damals glaubte ich, die Wild Angels wäre die gefährlichste Gang in ganz Rio de Janeiro. Was ist, Cabellera? Ich bin verknallt in dich. Kohle, ganz viel! Verdammter Hurenbock! Muskelbett! Gib mir deine Hose, Muskelbett! Doch ihre Zeit ging schnell zu Ende. Locke ist jetzt hier der Boss, du Wichser. Zeppe Kane, genannt Locke, wollte schon immer der Boss in unserem Viertel sein. Binne wollte er das Leben genießen. Wir krallen uns den Dope-Laden von Sinora, okay? Was du brauchst, ist eine Freundin, Locke. Heute ist Zahltag, Leute! Wir wollen das Geld von eurem Boss! Weg da! Hey! Du musst dich mit uns zusammentun, sonst bist du erledigt. Money macht er mit. Und wie? Geil, langsam kriege ich richtig Spaß dran. Die Stadt Gottes kam in die Schlagzeilen. Sie haben einfach meine Fotos gedruckt. Die werden mich töten, deswegen kapiert. Mal langsam. Wie ist dein Name? Ey, wie heißt du? Wie heißt du, mein Freund? Muscapé. Wow, und Angelica. Ich war so scharf darauf, von ihr vernascht zu werden. Muscapé, schieß ein Foto. Scheiße, die Bullen. Scheiße, wo kommen die so schnell her, Mann? Bring uns noch mehr solche Fotos. Wir kaufen sie dir alle ab. Wohin soll ich dir schießen? Der größte Trick, den der Teufel je gebracht hat, war, die Welt glauben zu lassen, es gebe ihn gar nicht. Also dann, Sie wissen ja, wie das hier läuft. Und so fing das an. Wir fünf wurden auf eine fadenscheinige Anklage hineingebuchtet, um von Schwachköpfen schikaniert zu werden. Nummer eins, Vorträge. Dass ich mit dabei war, ergab keinen Sinn. Ich meine, diese Jungs waren hochkarätige Verbrecher. Beantworte meine Frage. Hier auf den wilden Plätzen. Hallo. Aber was die Bullen nie gemerkt haben und was ich jetzt weiß, dass diese Männer niemals umgefallen wären.
sich niemals hätten fertig machen lassen. Was ist jetzt? Erhebst du endlich Anklage? Typen wie die sperrt man nicht zusammen in ein Zimmer. Zurück zum Lastwagen, du Hosenscheiße. Wer weiß, was da passieren kann. Ich schlage vor, wir sollten versuchen, wenigstens ein bisschen Würde zu bewahren. Fenster und ich haben was von dem kleinen Job gehört. Mein Auftraggeber bedarf Ihrer Dienste, Gentlemen. Ein Auftrag. Ein Tag Arbeit. Äußerst gefährlich. Keine Bewegungsfreiheit. 10, vielleicht auch 20 Männer. Unmöglich, dass da irgendeiner lebend rauskommt. Ist was? Gibt's hier Probleme? Ich möchte gern wissen, warum gestern Nacht 27 Männer gestorben sind. Und zwar für eine Ladung Drogen im Wert von 91 Millionen Dollar, die gar nicht da war. Er sagt, sein Leben wäre in Gefahr. Er hat den Teufel gesehen. Kaiser Sosi! Hat er den Namen Kaiser Sosi erwähnt? Wen? Wer ist Kaiser Sosi? Oh, Scheiße! Das 20. Stockwerk. Es gibt keinen Kaiser Sosi. Du konntest nie wissen. Darin bestand seine Macht. Er war am Hafen. Er hat viele Leute umgebracht. Wenn ich den Namen nochmal höre, erschieße ich dich auf der Stelle. Sollte ich den Teufel von hinten abknallen? Ein Geschenk von Mr. Sosi. Die kennen mein ganzes Leben. Die wissen alles, was ich gemacht habe, seit ich 18 war. Jeder, mit dem ich je gesessen oder gearbeitet habe. Keaton hat sehr oft gesagt, ich glaube zwar nicht an Gott, aber ich fürchte mich vor ihm. Sie kommen rauf. Ich persönlich glaube an Gott. Und das Einzige, wovor ich mich fürchte, ist Kaiser Sosi. Und einfach so ist er weg. Okay, verrat uns mal, wie du heißt, ne? Como se llama? Antonio Montana. Und du? Wie heißt du, Mann? Wo hast du unsere Sprache gelernt, Tony? In der Schule. Und mein Vater, er kommt aus den Vereinigten Staaten. Genau wie du, Mann. Ein echter Yankee. Hat mich andauernd mit ins Kino geschleppt. Und ich habe eine Menge von diesen Jungs gelernt. Von Humphrey Bogart, James Cagney. Und heute weiß ich, worauf es ankommt. Sie haben es mir beigebracht. Ich habe immer gewusst, irgendwann komme ich hierher in die Vereinigten Staaten. 1980, Miami. Man nannte die Stadt Klein Havanna. Aber der Eintritt in dieses Land hatte einen verdammt hohen Preis. Und nur ein Mann unter Tausenden war hart genug, alles zu geben, um sich den Traum vom Luxus zu erfüllen. In diesem Land musst du zuerst mal Geld machen, klar? Wenn du davon reichlich hast, hast du Macht. Und wenn du Macht hast, kriegst du jede Form. Scarface. Seine Augen weckten Leidenschaft und seine Hände schufen ein Imperium. Die Kleine heute Abend fährt auf mich ab. Der muss verrückt sein. Na, was sagst du dazu? Das ist ein Cadillac. Woher willst du das wissen? Ihre Augen, Chico. Diese Augen lügen nicht. Mann, an der ist der Boss dran, okay? Ich bin der Boss. Dieser Kerl ist ein Arsch. Du gefällst mir, Tony. Du weißt, wo es lang geht, hm? Auf das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Wir machen noch ein paar schöne Geschäfte zusammen. Ich habe gute Kontakte. Und ich kenne die richtigen Leute in diesem Geschäft. Als du zu mir gekommen bist, habe ich dir gesagt, wer hier eine große Nummer werden will, muss skrupellos sein. Mit der richtigen Frau bin ich nicht aufzuhalten. Ich könnte bis ganz nach oben kommen. Pack mich nicht an! Die Zeiten haben sich geändert, Tony. Du bist jetzt nicht mehr einer von diesen miesen Verlierern. Aber dafür hast du dich mit dem Gesetz angelegt. Was wollen die Leute von mir? Wir haben jedes Mittel eingesetzt, um diesen Mann zu überwachen. Mann, wir machen 10, 15 Millionen im Monat. Das ist feinste, sauberes Geld. Dafür erwarte ich von einem Bankier etwas mehr entgegenkommen. Ich bitte Sie, Tony, Sie können uns vertrauen. Sie geben uns doch Ihr Geld, weil Sie uns vertrauen. Bei uns ist Ihr Geld in besten Händen. Al Pacino ist Scarface. Ein Leben voller Leidenschaft.
Ein Kampf ums Überleben. Al Pacino ist Scarface. Scotia Film präsentiert voller Stolz einen der herausragendsten Filme des Jahres. Den Gewinner der Goldenen Palme 1994. Den besten Film des Festivals von Cannes. Ist ein interessanter Punkt. Warum interessiert dich die Frau des großen Mannes so? Naja, er verlässt die Stadt, geht nach Florida und hat mich gebeten, ob ich mich um sie kümmern kann, während er weg ist. Dich um sie kümmern? Nein, Mann, nur mit ihr ausgehen. Du weißt schon, mir die Zeit vertreiben. Verstehst du, das ist so eine Art moralischer Test für dich selbst. Ich denke doch, dass Marcellus, mein Mann und ihr Boss, ihnen gesagt hat, sie sollen mich ausführen und alles tun, was ich will. Du kannst auf jeden Fall Loyalität bewahren. In der Nacht des Kampfes wirst du vielleicht einen leichten Stich spüren. Stolz tut nur weh, aber er hilft nie. In der fünften geht dein Arsch zu Boden. Du musst zugeben, wenn man mit Streichhölzern spielt, verbrennt man sich. Für so einen Auftritt sollten wir eigentlich Gewehre nehmen. Wir sind in großer Gefahr, nicht wahr? Ich bin gewillt, die ganze Welt nach dem Scheißkerl zu durchsetzen. Oh, tut mir leid, habe ich dich aus dem Konzept gebracht? Sie haben eine Leiche ohne Kopf in Ihrem Wagen in der Garage. Führen Sie mich hin. Hassen Sie das nicht auch? Was denn hassen? Unbehagliches Schweigen. John Travolta, Samuel L. Jackson, Uma Thurman, Harvey Keitel, Tim Roth, Amanda Plummer, Maria de Medeiros, Ving Rhames, Eric Stoltz, Rosanna Arquette, Christopher Walken und Bruce Willis. Was kotzt denn so, Freundchen? Ich bin nicht dein Freund, Penner. Verreckt, ihr verdammten Wichser, verreckt! Pulp Fiction. Du denkst wirklich daran auszusteigen? Auf jeden Fall. Was willst du dann tun? Dann werde ich einfach über die Erde spazieren. Was soll denn das schon wieder heißen? Du weißt schon, wie Kane in Kung Fu.